Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde, Mordors Schatten. Weiter geht's. So. Ach, hier bin ich wieder. Ich glaube, ich gehe mal dahin und mache da diese Mission. So, hinschleichen. Ich habe tote Karagor gesehen, die härter arbeiten können als diese. So, Mission. Vorsprungtötung. Habe ich etwas Seltsames gehört? Du hast Fleisch von meinem Teller gestohlen. Wenn du Fleisch willst. Ich habe mich auch schon zu Tode gelangweilt. Das hat keiner gesehen. Wo kamst du denn dabei her? Wo kommen jetzt her? Die hören es einfach. Au. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, auf wen ich da eingeschlagen habe. Lass die Finger vom Uruk essen! Du hast uns ja nicht verdient! Wie schon, rastige Made! Na komm her, komm her! Habt ihr das gehört? Gnade! Lass die Finger vom Uruk essen! Du hast dir das Fleisch nicht verdient! Schneid mich los! Ich ertrage diese Qualen nicht! So, losschneiden! Wir sind frei! So, weitere Vorsprungtötung. Hoch hier. Wie mache ich das jetzt? Vorsprungtötung. Braucht ja noch zwei. Nicht unbedingt, aber sie wären nett. Der Grabwandler wurde schon länger nicht gesehen. Denkt ihr, er ist endlich gestorben?
Der Koch sagt, ihm geht langsam das Fleisch aus. Wenn nicht bald jemand eine erfolgreiche Jagd veranstaltet. Und weg ist er. Weiterer Vorsprung. Eine weitere Vorsprungstötung. Fehlt nur noch eine. Die Frage ist, ist hier oben einer? Nein. Keiner auf dem Vorsprung mehr, oder was? Kann ich da jemanden anlocken? Alle nicht in der Nähe. Irgendwie mache ich es gerade so, dass ich... die Nebenmission... gesagt, die... das zusätzliche Ziel machen will. Obwohl ich es ja eigentlich wollte eigentlich. Aber ja. Die extra Punkte will ich schon gerne haben. Genug erschreckst, rotten sie sich alle zusammen. So viel Tod ist einfach köstlich. Ich wette, ich könnte 5 von denen mit einem Axthieb töten. Die Schützen trainieren schon den ganzen Tag. Ich hoffe, sie sind inzwischen besser geworden. Die haben mir letztens fast ins Bein geschossen, so schlecht wie die zielen. Das wird wohl so schnell nicht noch einmal passieren. Du hast Fleisch von meinem Teller gestohlen. So wenn du Fleisch willst, hättest du ein Uruk werden sollen. Du musst uns retten. Ja, ich will erstmal so. Doch mein Mal ist in deinem Bauch. Vielleicht sollte ich es herausschneiden. Los dahin. Halte mich für verrückt, aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche. Ich sehe schon Gespenster. Wir haben sie auch gehört. Die Sklaven machen sich schon in die Hosen. Was war das für ein Geräusch? Los, komm her, komm her. Habe ich mir wohl nur eingebildet. Vergiss es, der Sklaventreiber wird uns niemals einen weiteren geben. Wir hatten ja schon drei. Habt ihr das gehört? Lass die Finger vom Uruk essen. Du no, komm her, komm her. Verdient. Wir schon, garstige Made. Lass die Finger vom Uruk essen! Mann! Das Fleisch nicht verdient! Wir schon, garstige Made!
Da drüben hat sich etwas bewegt. Los, komm her! Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Okay, ich lasse es sein. Hier sind keine Uruks. Bitte hilf mir. Danke. Hier sind gar keine Uruks mehr. Hey, hier rüber! Danke für die Rettung. Aber ich bin so furchtbar hungrig. Sie haben uns alles... So, Verbesserungen. So, weitere Sachen kann ich nicht machen. Ich muss Essen finden. Das mache ich mal. Mal 600 Fuß weit weg. Hab euch gerettet. Irgendetwas an ihm. So, hier hoch muss ich. Aus dem Kampf fliehen. Du bist nicht besser als ein Tier. Der da oben hat Informationen. So, Verhörung bitte. Sind bereits bekannt. So. Aufgabe. Oh, weia. Sehr viel Karagor. Attacke! Zeigt mir Bestienblut auf jedem Schwert. Alle Knochen. Hier ist es ein ganz großes Chaos. So, einer weg.
Jagd gelöst? Ganz sicher nicht! Land! Er haut ab! Ich renne jetzt, glaube ich, nicht hinterher. Also, Macht habe ich jetzt gesammelt. Wie viel Macht brauche ich denn? 131 noch. Ich glaube, ich gehe da zu diesem... Werde mich aber dann erstmal hierhin teleportieren. Auf zu den Turm. Da ist der Turm. Von hier aus sehe ich ihn schon. Praktisch. Also den Karagor werde ich nicht rauslassen. Nein. Hoch hier, bitte. Meine Ahnen Untergang. Ich muss ihn mit Licht abwenden. Wie viele Sachen sind hier? Da ist ein Ziel-Dien. Okay. Das werde ich mir erstmal holen. Ich muss erstmal zu diesem Turm dahin. Muss ich mir wohl eingebildet haben. Und hier hoch klettern. Und aufgesammelt. Wie viele davon sind jetzt eigentlich noch übrig? Ich gehe jetzt in Richtung diesen hier und mische mich da in dieses Duell ein. Du bist mir im Weg. Darüber kann man nicht springen. Okay.
Also. Nuzzle, Trollsohn und Kagu. Na, welche davon sind das denn? Oh! Also egal, was ich mache, einer davon wird auf jeden Fall seinen Bodyguard verlieren. Das ist nett. Aber ich habe auch eine Weile nichts gegessen. Ein Sturm zieht auf. Du kannst es fühlen, wenn du einatmest und die Luft deine Nasenhaare versenkt. Habe ich von denen irgendwelche Schwächen? Na, was denn das? Aha. Immun gegen Schleichen, immun gegen Fernkampf. Gut zu wissen. Das Schlimmste an diesem Bild. Na. Glaubst du etwa, du hättest eine Chance gegen mich? Du bist Dreck! Dreckiger, stinkender, fauliger, ekliger Ärger! Einer ist erledigt. Kampfbericht. So, da oben ist noch ein Isildin. Das hole ich mir. Schleicht hier jemand herum? Und das nächste Isildin ist in meinem Besitz. Was ich bräuchte, wären noch ein paar Pfeile. Hey, da liegt noch eine. Da liegt ja noch was. Das muss ich mir ja noch holen. Ich sollte weniger Grog trinken. Ich höre schon Stimmen. Hey, was war das? Du entdeckst mich nicht. Für erkannte Schwächen, okay. Die Kohle waren uns zahlenmäßig überlegen. Geh jetzt mal in diese Höhle da.
Denn hier drin liegt was. Und zwar hier oben, glaube ich. Na, was ist es denn? Es gab da mal zwei Typen. Okay, Controller, jetzt wirst du leer. Ihre Augen waren starr und kalt, als wären sie zu weit gereist und hätten zu viel gesehen. Sie waren Zauberer, klar. Und beide waren total dreckverkrustet. Und wenn einer anfing zu sprechen, hörte er auf zu denken. Und der andere beendete das Gesagte nahtlos, fast so, als hätten sie nur ein Hirn, aber zwei Münder. Das war wahrhaftig schaurig. Aber keiner von beiden bemerkte es. Ich hörte sie sagen, sie hätten die Dunkelheit gejagt. Ich würde gern wissen, ob sie gefunden haben, wonach sie suchten. Aber die beiden schienen mir so, als würden sie ohne Probleme Ärger finden. Okay. Jetzt sollten wir uns besser wappnen. Ich habe D.H.L. ausgelacht, als er von Zauberern, Nekromanten und Magie sprach. Ich sagte ihm, er solle aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Als Kinder seid ihr den Eldar am ähnlichsten. Wenn ihr erwachsen seid, versteht ihr nichts. So, Verhörung bitte. Na, was hat er da für Informationen für mich? Okay, Regeneration! Das ist eine nervige Fähigkeit. Ach, der hat mich gesehen. Oh, da sind noch mehr Informationen. Die hole ich mir mal. Ich werde nicht drüber springen. Ich will die Informationen haben. Von denen habe ich das schon. Na, was hat er denn so für Schwächen? Oh! Schleichtholeschüsse sind sofort erledigt. Und keine Chance. Natürlich hat er das. Natürlich hat er diese nervige Fähigkeit. Da sind noch mehr Informationen. Nee. Bevor ich jetzt weitermache, mache ich jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.